Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, O Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten. Und er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist. Wort des lebendigen Gottes. Amen. Das sei Gott. Heute hören wir wieder, wie Jesus die Jünger aufklärt, was eigentlich wichtig ist: die Nächstenliebe. Er selber, Jesus, hat sein ganzes Leben oft selber durchgemacht. Er hat Feinde genug gehabt. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, sie haben immer was gewusst über ihn. Und er hat trotzdem immer wieder geschaut, dass er mit ihnen gut auskommt. Er hat die Nächstenliebe praktisch geübt. Ja, Jesus hat sogar, wie Judas ihn verraten hat, mit einem Kuss ihn nicht verurteilt, denn er hat ihn trotzdem verziehen. Er hat ihm die Nächstenliebe trotzdem erwiesen. Wenn es heißt, der Vater lässt die Sonne aufgehen über Böse und Gute. Auch Gott Vater übt quasi die Nächstenliebe aus. Denn er sagt nicht, ja, die, was mich nicht anbeten, nicht verehren, denen schicke ich keinen Regen. Er liebt sie trotzdem. Und das will er zu Jesus, sagt es dann den Jüngern, aber nicht nur den Jüngern, er sagt es auch uns, wie die Nächstenliebe sein soll. Wenn wir nicht so große Feinde haben in unserem Leben, sind oft so alltägliche Stolpersteine, wo man trotzdem die Nächstenliebe ausüben kann. Denn Jesus hat sie ausgeübt, er hat uns ein Beispiel gegeben, denn es heißt, ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist. Er war vollkommen, wie der himmlische Vater es ist. Und das wünscht er auch von uns. Und keine Religion sagt uns das so eindringlich, was Nächstenliebe bedeutet. Ja, Christus ist unser Vorbild. Und so viele Heilige, die was verfolgt worden sind, und haben die Nächstenliebe ausgeübt, dass sie deinen Feind verziehen haben. Es ist für uns ein gutes Beispiel
Und wir können es vielleicht jeden Tag ein wenig ausüben.